for the first time in ages. I wake up and don't hate it. I guess I found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming. Ahoi, liebe Schottland- oder Strandfreunde, beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja. Gestern oder im letzten Video waren wir noch da oben. So, ich zeig euch das mal. Also da oben. Und jetzt sind wir hier unten. Genau. Wenn Stefan wieder die Kamera dreht. Ja, machen wir. Diesen steilen Hang da sind wir halt runtergelaufen. Ja. Habt ihr ja gerade gesehen. Ne? Also die ersten 10 waren wieder so vorbereitet. Ja, und jetzt haben wir fast einen Privatstrand. Hier hinten badet ein Hund mit ihrem Herrchen oder Frauchen. Genau, ansonsten sind wir hier alleine. Ja, der andere Strand ist ein bisschen mehr besucht. Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß mit diesem Video. Ja, und Intro. Oh ja, wann geht's weiter? Nach dem Intro. Und schon wieder sind wir beim Essen. Wieso schon wieder? Es gibt's in dieser ganzen Reihe. Und denk daran, wir sind gerade sehr stark am Schneiden. Das heißt, wir haben gerade einen Blick drauf. Ja, stimmt. Jetzt habe ich gerade mal eine Kuchenszene gemacht, wie du Kuchen gebacken hast. Aber sonst haben wir noch nicht viel vom Essen gezeigt. Naja. Also, weil das kennt ihr schon, deshalb haben wir gedacht, das lassen wir weniger, aber jetzt. Aber lasst euch gewiss sein, wir lassen es uns gut gehen. Ja, indem wir hier eine Double Cream Soße haben. Die ist sowas von mächtig, ja. Alter Walter. Aber ich muss sagen, bei dem Winter draußen. Doppelte Sahne, keine Ahnung. Ne? Also wir haben den Strand ein bisschen genossen, das habt ihr noch gesehen. Mhm. Jetzt habt ihr wieder mal keine Sehne von unserem Klettermaxen gesehen, ne? Der war wieder umhergeklettert über die Steinchen. Mhm. Ich habe halt einfach mal die Salzluft genossen, dass das vielleicht mal gut tut. Für den Husten, ja, den hast du ja immer noch. Das ist jetzt schon, weiß ich nicht, 3-4 Wochen sind es, glaube ich, seitdem du das hattest. Und deshalb war das ganz gut. Junge. Und jetzt genießen wir das einfach mal. Wir machen gechillten. Das ist das Gute. Oder die Krux daran, dass wir Schilder manchmal nicht lesen, sonst wären wir auf dem Stellplatz, einfach am Parkpunkt, ab und zu auf dem Campingplatz. Ja, sie kosten teilweise, der kostet jetzt hier 24 Pfund, andere kosten 28 Pfund, 20 Pfund. Die sind schon relativ teuer, aber hier kommt man, und das merke ich eigentlich, wenn wir auf dem Campingplatz sind, komme ich eher runter, als wenn wir auf so einem Stellplatz sind. Mir stört das nicht. Ich kann bei beiden gut schlafen. Ob ich hier gut schlafen kann, das weiß ich nicht. Ja. Aber man kommt hier runter, weil es ist einfach so, ja, man ist halt angekommen, man muss sich keine Gedanken machen, was jetzt noch so passiert. Naja, das mache ich mir da bei den anderen Sachen auch nicht, weil bisher war das jetzt nicht, wo wir nicht übernachten hätten dürfen. Also wenn wir übernachten nicht dürfen, also no overnight, dann wird das natürlich selbstverständlich respektiert und dann wird das auch eingehalten. Also da werden wir nicht übernachten. Genau. Ja. So, jetzt haben wir genug gelabert, jetzt essen wir das und wenn wir das gegessen haben, dann fallen wir im Koma. Kaputt, genau. Mahlzeit. Genau, ja. Oder guten. Guten Morgen aus dem Wagen. Guten Morgen. Wir fahren wieder. Es war ein schöner Stellplatz, muss man sagen. Gibt sogar Frühstück, kann man da theoretisch sich holen. Ein klassisches britisches Frühstück. Ja. Haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir haben alles an Bord. Haben die uns auch empfohlen, allerdings, ja gut, genau, haben wir ja alles. Ja.
Ja, du hast extra frisches Brot gebacken. Und ja. Also wenn Stefan frisches Brot backt, sorry, das muss man gegessen haben. Ja, sonst schauen wir mal, was der Tag so bringt. Theoretisch haben wir jetzt 134 Kilometer vor uns. 2,5 Stunden soll die Fahrt gehen. Wo wollen wir hin? Dunnet Head. Das ist der Plan. Also wieder ein Lighthouse. Genau, wir haben auf einem Leuchtturm geheiratet. Also es geht nicht anders. Ja, irgendwie muss man da hin. Da müssen wir die Leuchttürme abklappern. Außerdem, wenn wir heute, das ist Freitag, der 10. Mai, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ja. Und auf jeden Fall können wir sagen, wir haben noch damit viel vor. In einer Woche müssen wir wieder in England sein. Das heißt, theoretisch haben wir jetzt noch 6 Tage, die wollen wir ausnutzen. Und da nehmen wir euch auf jeden Fall mit. So, kurz hinter muss ich sagen, hier gibt es einen Burger-Van. Da gibt es so Fisch und Chips. Der soll wohl auch sehr gut sein. Hat er uns auch empfohlen. Und ein Pub, der um 17 Uhr aufmacht bei denen auf dem Hof. Aber da nur Getränke. Aber da gibt es nur Getränke. Und weil wir er hat jetzt irgendwie Cider für sich entdeckt. Schmeckt ganz gut. Braucht war das nicht. Gut, wir melden uns, wenn es was zu melden gibt. Vielleicht gibt es schöne Szenen. Wir wissen es nicht, wir fahren zum ersten Mal. Und apropos, wir sind noch auf der North Coast 500. Jo, und die geht wohl weiter so. Yippee-yay. Bilder seht ihr jetzt. That's just how it goes. I'm selfie lonely. Can't get back to the old me. I'm stuck in way too deep. I thought this was so long. Warum habe ich eigentlich meine Sonnenbrille nicht bei? Weiß ich nicht. Musst du noch holen. Wir haben auf jeden Fall kurze Break gemacht, weil wir an einem Platz gekommen sind, der wirklich sehr, sehr schön ist. Den müssen wir euch natürlich zeigen. Genau, wir machen jetzt Marmor, Stein und Eisenbricht. Was? Damm. Wir fahren auf dem Damm. Genau. Erst über eine Brücke, dann über den Damm. Wir sind jetzt gerade auf einer kleinen Insel. Und ja, weil wir das jetzt gesehen haben und die Berge, die hier rundherum sind, Sonnenschein, schön. Das müssen wir jetzt einfach alles ausnutzen für euch, für uns, damit wir schöne Erinnerungen haben. Ne? Genau, wir werden das natürlich hier auch genießen und uns mal in Ruhe anschauen und mal gucken. Da werde ich wohl mal den Aufklärer noch mal in die Luft jagen. Ne? Das machst du jetzt, weil jetzt ist noch Sonne da, gleich ziehen die Wolken zu und dann hast du keine schönen Aufnahmen mehr. Deshalb los. Na, los geht's. Beneath a starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, self-touch your hand in mine, gets me every time. Change color.
Beneath an endless night, the world spins around. You're there, Eastman. So, kleine Herausforderung mit dem Parkautomaten, aber ja. Aber nichts hält uns auf. Nee, ich wollte gerade sagen, wir haben die ganze Zeit Minus gedrückt und dann konnte man immer mal wieder zwischendurch was auswählen, kurz Minus loslassen. Ja, wo sind wir eigentlich? Haben wir das gesagt? Jetzt sind wir Dunnethead. Der berühmte Leuchtturm, den von Kai, den habt ihr schon bestimmt das eine oder andere Mal gesehen. Auf jeden Fall schön hier. Wir werden hier auch bleiben, auf jeden Fall. Genau, wir haben jetzt hier für 12 Stunden gelöst. Und ja, ich will euch das mal zeigen. Diese Arten von Vögel kann man hier beobachten. Ich sag nur das da. Mal gucken, ob wir was entdecken. Ja, müssen wir mal schauen. Und ja, dann würde ich sagen, dann machen wir erstmal eine Kuchenzeit. Ja, das würde ich auch sagen. Und dann melden wir uns danach nochmal wieder. Genau. Und schon wieder gehen wir spazieren oder wandern. Haben uns die Schuhe angezogen, die Wanderschuhe. Genau, jetzt haben wir die richtigen Schuhe an. Und Kuchenzeit hatten wir auch. Und jetzt wollen wir einfach mal hier umherlaufen. Denn wir haben noch genug, wenn wir hier herumsitzen. Genau. Wir wollen mal gucken, ob wir ein bisschen was von der Natur, also den Klippen, beobachten können. Vielleicht auch mehr, wenn sich's ergibt. Aber ihr werdet das ja gleich sehen. Dann schauen wir mal, was so jetzt für uns so hier ansteht. Ne? Auf jeden Fall ist es sehr angenehm, mal wirklich kein Wind zu haben. Kein Regen. Kein Regen. Also nicht typisch schottisches Wetter, sondern mal wirklich doch ein sehr angenehmes Wetter. Ne? Mhm. Genau. Nicht so warm wie ihr in Deutschland, aber 18 Grad haben angenehm. Wir. Ja, und jetzt schauen wir mal, was wir euch so zeigen können. Wir sind noch mal rausgegangen. Ja, das sind wir.
Ja, genau. Hier kriegst du das wieder in die Hand. Ich mache das anscheinend immer falsch. Ich weiß ja noch. Nee, du machst das nicht falsch, aber ich habe gedacht, dann kann ich es ja wieder nehmen. Wenn ich schon wieder näher komme. Ja, du hast schon eine tragende Rolle in meinem Leben. Da hast du recht einfach. Ja, also wir haben jetzt lecker gegrillt. Die Szene habt ihr gerade nochmal gesehen. Steffen wieder sehr fleißig alles am Machen. Fertig. Ja, du ja auch. Du hast ja das Video da fertig gemacht vorher noch und so. Nicht mal ansatzweise. Und hast alles drin. Jetzt heißt aber aufpassen hier. Ja. Wir wollen ja hier nicht in diese Gitter reinballern. So, jetzt gehen wir hier runter. Genau. Wir wollen nämlich nochmal an die Klippen hier runter. Die Fähre zu den Orkney Islands, richtig, ist auch da. Ja, die Plätze sind da. Es ist ein bisschen ja wieder tricky, dieses Automat. Wir haben dann Nachbarn auch aus Deutschland, denen haben wir mal gezeigt, wie das geht. Also muss da wirklich, wer hat da gesagt, Nintendo spielen, ne? Ja, der ist kaputt. So, das muss man erstmal dazu sagen, weil der piept die ganze Zeit und sagt da bitte Karte einlegen. Also natürlich auf Englisch, Now Card oder keine Ahnung, irgendwas. Ist auch wurscht und du musst halt die ganze Zeit Minus drücken an dem Automaten und dann kannst du immer zwischendurch mal kurz bedienen und dann musst du Minus kurz loslassen. In dem Moment musst du aber sofort deine Taste drücken, deine Auswahltaste, die du haben willst. Also du musst sehr schnell sein, deswegen Nintendo. Es ist halt schon tricky und ich glaube, das sind die Kollegen mit diesen dicken Bomber. Das kann sein. Weil da ist ein riesen Bomber draußen und das könnte ganz nah sein. Ja, auf jeden Fall, wir genießen diese Szenerie noch. Und dann machen wir uns morgen Gedanken, wo es morgen hingeht. Eigentlich weiß ich schon, aber nicht bis zum Ende. Aber für heute soll es auf jeden Fall das gewesen sein. Wir melden uns morgen wieder. Und jetzt seht ihr nochmal richtig schön abendliche Stimmung hier am Dunnet Head. Wollte gerade sagen, wo sind wir eigentlich? Ach, alles vergesslich hier. Was für eine Nacht. Das sage ich dir. Da hat sich's echt gelohnt. Also ich glaube, wir waren eine Stunde locker. Anderthalb Stunden waren wir. Oder anderthalb Stunden. Das war also einfach gigantisch. Das musste man erleben. Das musste man, man musste dabei sein. Ne? Genau. Also wir haben uns mal die
Polarlicht-App haben wir ja drauf und da hat man dann gesehen, wo die ganzen, in ganz Deutschland hat man es gesehen, also ganz Europa. Es war ja der Sonnensturm seit über 11 Jahren, das erste Mal wieder so ein richtig großer Sonnensturm. Ja, der Witz war an der ganzen Geschichte, ich habe erstmal so gedacht, naja gut, guckst du mal heute, ob, weil so Wetter war ja ganz gut, guck mal, ob heute Wahrscheinlichkeit ist. Und dann sage ich, ja, okay, 21%. Oh, ja, das ist ja schon mal richtig gut. Das war beim letzten Mal, das war nicht heute. Nee, das war diesmal, als ich als erstes geguckt habe. Und dann habe ich, weiß ich nicht, 10 Minuten später geguckt, dann waren wir schon bei 70% oder so. Du hast ja mal eine Meldung sogar bekommen. Und dann kam die Meldung. Und am Schluss waren es 95% Wahrscheinlichkeit. Ja. Also das mussten wir einfach aufbleiben, wir mussten das uns angucken. Das hat sich auf jeden Fall, hoffe ich, gelohnt. Genau, wie gesagt, den Sonnenuntergang haben wir so in dem Sinne nicht erleben können. Das habt ihr ja im Zeitraffer gesehen, aber dafür richtig coole Polarlichter. Und damit verabschieden wir uns hier von Dunnet-Head. Es ist der nördlichste Punkt des Mainland, ne, vom Hauptland von Großbritannien. Genau. Da sind wir jetzt hier. Ist schön hier. Es war richtig schön. Das Wetter hat mitgespielt. Bombastisch. Wie gesagt, der Stellplatz kostet normalerweise 10 Pfund. Ja, wenn der Automat funktioniert, macht es auch Spaß. Sonst müsst ihr halt Tetris spielen. Ah nee, wie heißt das? Nintendo. Nein, egal. Irgendein Spiel halt. Gut, dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen. Ja, richtig. Bleibt gesund. Und ab geht's erst im nächsten Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.